Oder doch kein Riesenknüppel, je nachdem. Fernbedienung? Ein Geschenk von Fly, um seine kleine Erfindung zu steuern. Das sieht ein bisschen eigensinnig aus, okay. Die Ente lässt darauf schließen, dass sie nicht zu den wertvollsten gehört. Du bist so eine Ente. Okay. Terrasse oder ganz... Nee, ich gehe zur Terrasse mal. Nein, auf der Terrasse gibt es nichts und sie führt auch nirgendwo hin. Dann gehe ich halt nicht zur Terrasse. Muss nicht sein. Da gibt es nichts von... Das ist ja gut. Wo sind wir? Ah, da hinten. Ah, wir sind ja witzig. Ah, es ist ein bisschen größer, ne? Riesige Rücken hier, ne? Okay, interessant, interessant. Das ist aber... Fließender Käfer raus, oder was ist das? Hallo? Ich hasse Käfer. Alles Männchen. Logisch eigentlich. Sonst wäre hier der Teufel los. Das ist eine eigensinnige Art von Brunnen. Ich bin zu allem bereit, aber Käfer greife ich mir nie ohne Grund. Mhm. Ich glaube, er ist nicht zu allem bereit. Ich glaube, es gibt noch andere Sachen, die er nicht machen würde. Wahrscheinlich sowas wie Abwasch. Auge? Auge? Verlaufene Schminke. Arme Frauen, am Ende müssen sie immer weinen. Oh. Es ist in die Wand gemeißelt. Lässt sich nicht entfernen. Ja, mitnehmen wäre auch komisch gewesen, ne? Schlange, Schlonge, was haben wir hier noch? Theater, Teich, ja, kennen wir. Doppeltür, Wache. Noch irgendwas? Noch eine Doppeltür? Achso, wahrscheinlich sind das beides die Doppeltüren, oder was? Okay. Lass mal alles anschauen. Manchmal reagiert es nicht so ganz. Oder er hat einfach nichts zu sagen. Ganz schön beeindruckend. Die auch? Eine Kobra, wenn ich mich nicht irre. Sogar zwei. Ich wüsste nicht, was ich mit dir anstellen sollte. Es wär ein bisschen groß zum mit herumschleppen. Klein ist ein bisschen groß. Oder groß ein bisschen klein? Ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwas? Schlangen, die Wache. Au, oder haben wir noch was? Okay. Die Nase erinnert an einen Ameisenbären. Oder einfach nur an irgendwie einen sehr krumm, schnabeligen Vogel. Und was soll ich tun? Ihn ohrfeigen? Ja, absolut. Der bewacht alle Tempelausgänge. Können wir mit dem reden? Wahrscheinlich, ne? Hey, du! Durchgang verboten, Mensch! Du bist nicht befugt, den Tempel zu verlassen! Ich habe gar nicht vor, hier rauszugehen. Weißt du warum? Weil ich es nicht will. Weil der Krummstab, den ich hier halte, uralt ist. Er wurde zu Beginn der Narma-Dynastie gemacht. Faszinierend. Vor mehr als 5000 Jahren. Schön für dich. Je älter, desto mächtiger. Das freut mich, ehrlich. Deswegen, beim besten Willen, du kommst hier nicht vorbei. Kleiner Tipp, entspann dich. Was für ein Typ! Ist alles höchst dramatisch. höchst dramatisch. Uiuiui. Ah, das irritiert mich. Hä, haben wir irgendwas? Haben wir ein Gefäß dabei? Ne, können wir eine Münze da reinschmeißen? Vielleicht aus irgendwelchen Gründen? Damit bewerfe ich die Viecher nicht. Och man, dann halt nicht. Theater, Doppeltür. Gehen wir zum Theater, oder? Wenn ich hier sonst erstmal nichts machen kann. Haben wir noch was? Da ist nochmal zum Theater. Machen wir das. Ah, das Theater. Die Roboter sind etwas mitgenommen. Ich nähere mich dem Sarkophag mal ganz beiläufig. Wird nicht klappen. Halt, mein guter Kamerad. Irgendein Problem? Meinerseits keins, Genosse. Absolut keins. Aber Befehl ist Befehl. Und jetzt auf Deutsch... Kromhas Befehle waren deutlich. Falls Kamerad Amenophis sich dem Sarkophag nähert, vierteilt ihn. Ich verstehe. Nichts Persönliches, Mann. Du bist mir sympathisch. Dann ist ja gut. Ich bin Pazzo. Zu deinen Diensten. Vergiss meinen Kumpel Ducky. Er bekommt gar nichts mit. Okay, wenigstens sind sie einigermaßen freundlich, ne? Übergeh die Befehle und erlaube mir, mich dem Sarkophag zu nähern. Tät ich gern, Kamerad. Aufmüpfigkeit ist immer eine Versuchung. Aber das Joch der Arbeitgeberschaft ist tyrannisch. Solange Kromhaar den Kragen anhat, der uns steuert, können Ducky und ich nichts für dich tun. Nichts Gutes jedenfalls.
Dann brauchen wir den Kragen halt wirklich. Die Frage ist, wie wir den ihr abluchsen. Entweder Kopf ab, ne, und dann den Kragen zwischendurch rausziehen, oder wahrscheinlich können wir den Kragen auch irgendwie öffnen. Ich weiß es nicht. Wobei, sie scheint ja nicht wirklich lebendig zu sein. Wobei, das... Ich weiß nicht, ob das dann, ob seine Liebschaft dann da irgendwie so ganz geil ist damit. Im Sarkophag ist etwas, das mir gehört. Kannst du es mir geben? Ist der Kerl da die ganze Zeit drin eingesperrt oder was? Das wäre ja auch nicht so toll für den. Im Sarkophag ist etwas, das mir gehört. Kannst du es mir geben? Ich weiß nicht. Was denkst du, Ducky? Denk nach, Dummbratze! Ich denke, wir sollten es ihm erlauben. Und wenn der doppelte Boden einen Freund von Amenophis verbergen würde, der zufällig drin eingeschlafen ist... Ducky, du weißt, dass du dumm bist. Sowas von dumm gibt's gar nicht. Antrag abgelehnt. Und entschuldige, Kamerad Ducky, aber er bekommt nie etwas mit. Ach, kein Problem. Wollt ihr keine Pause machen? Wollt ihr keine Pause machen? Wir sind Roboter. Wir ruhen uns nie aus. Unermüdliche Proletarier, von einer skrupellosen Großgrundbesitzerin ausgebeutet, die unsere Freiheitswünsche unterdrückt. Klingt freundlich. Übergeht die Befehle und erlaube mir, mich dem Sarkophag zu nähern. Tät ich gern, Kamerad. Aufmüpfigkeit ist immer eine Versuchung. Aber das Joch der Ach so, solange Kropf. Ja, ja, ist gut. Was Ducky angeht. Warum sagst du, dass er nichts mitkriegt? Na, weil er wahrscheinlich herumlehnt. Ist er zu hören, was zu gebrauchen? Warum sagst du, dass er nichts mitkriegt? Weil er dumm ist. Sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Was er auf... Der hört doch bestimmt zu, oder nicht? Ist er zu irgendetwas zu gebrauchen? Keine Geringschätzung, Kamerad. Hier sind wir alle Proletarier. Es gibt rollerfahrende Papageien, tanzende Pudel und dann wäre da Ducky. Der Zaubertricks vorführt, denkt und singt. Sagt Ducky, er soll denken. Denk, Dummbratze. Hauptgründe der aktuellen Wirtschaftskrise sind schlechte Leitung, Intransparenz und Raffgier der Großbanken, die das Vertrauen in die Währungen untergraben und Rauch zu Goldpreisen verkauft haben. Du bist sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Du weißt nicht, wovon du redest. Ich bin mir nicht sicher. Sag Ducky doch, er soll mir einen Trick vorführen. Hey, Dummbratze, führ mal einen Trick vor. Ich bin gespannt. Oh. Eindeutig eine Stoffmöhre. Eindeutig eine Stoffmöhre. Stark beeindruckt. Diese Emotionen vor allem, ist etwas Wahnsinn. Anderes. Okay. Das hat mich emotional wirklich berührt. So, was haben wir noch? Können wir auch zaubern vielleicht? Also wir können hier wieder weg am Ende des Tages, ne? Ich finde auch schön, wie das Licht da oben rausleuchtet. Okay. Ja. Wenn ich erst Kromhas Riesenkragen habe, hole ich Big Albert aus dem Sarkophag, bringe ihn dahin und schicke ihn in Fleiß Labor. Ist alles schick eingerichtet. Das Problem ist nur, falls irgendwie mal das Ägypten-Thema nicht mehr aktuell sein sollte, das hier umzubauen, wird unfassbar schwierig. So, Ausgang. Ausgang. Und, was haben wir da noch? Da war doch noch was. Oder nicht? Nee, hier war was. Wahrscheinlich zum Tisch oder was ist das? Kann ich jetzt auch zaubern? Ah, okay. Ich muss sagen, die Klamotte steht ihm einigermaßen. Ist okay. Handwerkszeug für Zauberer. Möhre, Kaninchen. Zylinder und Zauberstab. Wie originell. Der guckt nicht mal hin. Die war im Zylinder, bis Ducky ihn mit dem Stab berührt hat und sie mit dem Kaninchen die Plätze hat tauschen lassen. Da haben wir gesehen, dass es direkt ausgetauscht wurde. Das kann ja kein Trick gewesen sein. Das muss Magie sein. Ein Stupser mit dem Stab und es ist im Zylinder. Dann nimm das mal, oder? Ich glaube nicht an Magie. Aber man muss praktisch denken. Aber, das heißt, ist immer alles dann sofort im Zylinder oder was? Nein. Duckys Vorführung hat mir gezeigt, dass der Stab nur dann gut funktioniert, wenn man ihn mit dem Zylinder benutzt. Ist das vielleicht die Möglichkeit, wie wir dann an den Kragen kommen oder irgendwas anderes machen, dass wir ihren Kragen anstupsen vielleicht? Wenn man den Zylinder damit berührt, vertauscht er das, was drin ist, mit einem Kaninchen. Oh, okay.
So richtig ägyptisch scheint er mir nicht zu sein. Ach. Aber was soll's? Ich bin doch kein Experte in Geschichte. Das hatten die damals so, das passt. Mein halbes Gehalt drauf, dass ich irgendwas mit dem Zylinder machen muss. Aber nicht unbedingt das. Ach man. Plüschgemüse. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Damit kann man kuscheln, das ist total toll. Gemüse. Plüsch. Allergie. Synonyme. Soll ich weitermachen? Ein Stupser mit dem Stab und... Ja. Ich hasse Plüschtiere. Sehe ich kitschig aus? Die sieht zu kitschig aus. Ein bisschen schon, ja. Aber das wird mit dem hier getauscht, oder was? Das heißt... Tja, wie mache ich das? Haben wir hier noch was? Nö. Okay. Das heißt, irgendwas müssen wir anstupsen. Oder den Zylinder wahrscheinlich irgendwo erstmal hinstellen oder so. Oder wir... Wir müssen irgendwas wahrscheinlich durch irgendeine Barriere durchschmuggeln oder sowas. Dass wir da quasi so eine... Dass der Zylinder so eine Art Teleportmaschine ist für die Gegenstände. Anscheinend ist das mit der Magie und seltsamen Geschichten hier nicht so fern, ne? Von daher... Es ist vielleicht nicht immer ganz realistisch, das ganze Spiel, um es angemerkt zu haben. Ich weiß, es ist bisher sehr dezent gewesen. Auch von den Figuren und von den Kreaturen. Dieses Orakel ist völlig plemplem. Ist das ein Alien? Na, Mr. Schüchtern. Ach, nee. Und du bist? Das Orakel der Schatten. Freut mich. Ich bin der Allerhöchste. Du bist Daniel Murray, Schreiber sportlicher Heldentaten. Autor von Heldentaten in Schlafzimmern. Du versuchst mit aller List Kromhars Collier zu ergattern. Aber das wird sie dir nie geben. Deine einzige Möglichkeit besteht darin, Kromhar wieder ins Jenseits zu befördern, das sie niemals hätte verlassen dürfen. Kapiert. Wie soll ich es anstellen? Du wirst aus dem Buch der Toten lesen. Faszinierend. Ist es sehr lang? Sehr gefährlich. Sogar für einen Schreiber. Wenn du die Hieroglyphen falsch liest, kann die Prozedur das Gegenteil bewirken und die Hölle in diese Welt bringen. Unermessliche Kataklysmen. Endloses Verderben. Ich werde deine Kenntnisse prüfen. Du wirst mir 8 Hieroglyphen bringen. Nicht 7, nicht 9, sondern 8, sprach das Orakel. Mit ihnen werde ich dich einer Prüfung in ägyptischer Syntax unterziehen. Solltest du sie bestehen, bringe ich dich zum Buch der Toten. Das sah halt eben komisch aus, dass der Kopf der Schlange, hier sind anscheinend zwei, dass der hier vor ist. Deswegen hatte ich kurz geglaubt, dass das ein Alienkopf wäre hier. Aber gut, komischer Kerl, ne? Komischer Kauz. Was auch immer hier vor sich geht. Aquarium. Ein gefesseltes offenbar Aquarium. Offenbar hat auch Kromhar ihre Methoden der Realitätsflucht. Aber da sind doch nur Quallen drin. Warum sind die extra nochmal gefesselt? Da kommt kein Teil von mir rein. Vielleicht ja eins raus. Bis ich ihm seine 8 Hieroglyphen nicht gegeben habe, wird mir das wenig helfen. Die Frage ist, wo wir die finden sollen, ne? Ich habe keine Ahnung bisher. Gesehen habe ich, glaube ich, noch keine. Beflügelt? Ist dir einem roten Stier begegnet? Sehe ich wie ein Kunstsammler aus? Jetzt verstehe ich das mit dem roten Stier. Na, weil rote Stiere verleihen ja Flügel. Der sieht aus wie Bobby Russell, der Masseur der LA Freaks. Vielleicht ist er das. Ich könnte ihr das Licht wegnehmen, aber das wäre nicht nett. Vor allem, hier steht jetzt auch direkt der Name dran. Oh, der Notausgang. Das ist aber... Okay, der ist sehr modern gehalten. Modern und funktional. Aber was ist hier noch? Warum ist da ein Hotspot? Der ist aber nicht anklickbar anscheinend oder so. Das leuchtet alles auf, ja. Aber wo ist denn der? Anscheinend nicht in der Gegend direkt. Okay, ein Schild. Witzig ausgedachte Zeichnung. Eine Hieroglyphe. Entweder irre ich mich gewaltig, oder das ist eine Hieroglyphe. Aber mit Sicherheit, eine Hieroglyphe, und wenn man sie weglegt, ist es eine Daroglyphe. Das lässt sich nicht von Hand ablösen.
Hatte keinen Fotoapparat oder ein Schraubenzieher. Schläger. Gewalt hilft immer. Keine schlechte Idee, aber das Ding ist zu dick. Ich kriege es nicht als Hebel zwischen Schild und Wand. Mist. Es war schwer genug, in den Tempel zu kommen. Jetzt werde ich bestimmt nicht einfach wieder rauslaufen. Aber, warum nicht? Münze. Abknibbeln das Ganze? Vielleicht. Wie? Du bist, Können wir den vielleicht zerdeppern? Auch wenn das voll gemein wäre. Ich mache das Ding nicht kaputt. Das käme zu teuer. Das stimmt und wäre auch sehr unsinnig. Es sitzt fest an der Wand. Ich wette mein halbes Gehalt, dass es nicht funktioniert. Irgendwann würde noch mal sein halbes Gehalt verlieren. Weil irgendeiner von den Sachen dann doch funktioniert. Bin ich relativ sicher. Aber da haben wir jetzt eine Hieroglyphe gefunden und dann... Ich muss 8 Stück finden, oder wie ist das? Prüfung in ägyptischer Syntax 1 bestehen. Ja. Machen wir das. Haben wir noch andere Bilder? Das ist bestimmt auch eine, oder? Mag ja sein, dass es eine Hieroglyphe ist, aber da es in den Stein gemeißelt ist, kann ich es dem Orakel nicht geben. Och, Mano. Brauchst du doch ein Fotoapparat. Mano, ey. Ah, da ist noch eine Tür. Oh. Was ist das denn? Eine schwebende Pyramide? Ah, nette Figürchen hier, ne? Kann man sich auch in seinen eigenen Hausflur stellen vielleicht. Nett. Wo steckt der Trick? Unglaublich, aber wahr. Mitnehmen. Ach, nicht der Rede wert. Wie? Achso. Pah, ich hasse Magie. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist nicht der Rede wert, aber... Okay, das ist irgendwie fest. Die Frage ist, wie? Ist da sonst noch was? Nope. Dafür einen ganzen eigenen Raum, okay. Das vielleicht antippen hier? Ja, aber ich glaube nicht, dass der Zaubertrick so funktioniert. Kannst du da den Zylinder drüber schmeißen vielleicht? Dies ist wirklich ein monumentaler Blöd. Vom Regen in die Traufe. Das ist ulkig. Dan Murray spielt den Idioten. Erster Versuch. Hat es funktioniert? Es hat plopp gemacht zumindest. Wobei, das müsste dann eigentlich runterfallen, oder nicht? Wenn ich nicht irre, ist da ein drehbares Kaninchen drin. Dann nimm mit. Sehr nett. Wieder meiner. Das ist ein bisschen lustig. Und was kommt danach? Ein drehbarer Clown? Das hängt davon ab, ob du einen Clown dabei hast. Es ist süß. Die irre Liz fände es bestimmt unwiderstehlich. Was geht mich das an? Deswegen ist sie auch irre, ne? Genau. Ist ja irre. Aber das heißt, wir können die Pyramide mitnehmen. Und mit der Pyramide, was machen wir damit? Was machen wir denn mit der Pyramide? Mitnehmen. Da ist sie. Nice. Ich werde nicht fragen, aus welchem merkwürdigen Grund die Pyramide hier aufgetaucht ist. Keine Lust auf Schwindelgefühle. Aber da sind Hieroglyphen drauf, ne? Einige in der ganzen Hand. Sie braucht kaum Platz. In der Luft wirkte sie größer. Immerhin 4 Stück und da an der Unterseite ist was Sternförmiges. Oh, interessant. Haben wir irgendwas Sternförmiges hier? Wir haben eine ganze Menge Richtungen hier. Als ob man das als Hebel oder Schalter benutzen könnte. Und was hätte ich davon? Eine kaputte Pyramide. Eindeutig. Oh Mann. Wenn ich das da reinwerfe, kriege ich es nie wieder. Das ist der Sinn davon, falls du was vertuschen möchtest, einfach da reinwerfen. Es sei denn, du willst dich selbst vertuschen. Dann wird schwierig. Kann man den damit beeindrucken vielleicht? Der ist vielleicht glücklich mit seinem vorsintflutlichen Star. Können wir ihm das an den Zylinder aufsetzen? Vielleicht möchte der das. Wobei, dann wird er mit dem Zylinder getauscht. Nein, den tönt nur der Zauber seines Stabes an. Ja, naja. Ach was, das Stäbchen ist viel zu modern dafür. Hätte klappen können, hallo? Orakel? Beim Orakel waren wir ja, genau. Können wir hier noch was mit der Pyramide machen? Ich habe die Pyramide ist ja jetzt quasi neu für uns.
Ich will das nicht einfach liegen lassen. Och Mann. Ich könnte das Ding benutzen, um die Hähne zu verstopfen, aber das wäre wohl kein guter Zug. Das wäre relativ sinnlos, ja. Warum können wir die Pflanze benutzen? Pflanzen gegenüber verhalten. Tja, meinetwegen soll sie da ruhig hübsch rumstehen. Warum können wir die denn benutzen überhaupt? Okay. Ihre Übungen sind ein bisschen albern. können wir dem Orakel, dass die Pyramide vielleicht an den Kopf schmeißen? Du wolltest Symbolchen haben? Da hast du sie. 4 mit einem Schlag. So bin ich eben. Das ist super, okay. Ich hab die noch immer, okay. Ist das nicht auch ein Symbol? Nee. Idiot vor allem. Münze? Da ist eine Ente drauf, ne? Du wolltest Symbolchen haben? Da hast du sie. Hier hast du 2. Nicht 2, sondern 1. Die Ente ist eine Hieroglyphe. Aber das auf der anderen Seite ist nur eine Zeichnung. Man kann es fühlen. Was so wirklich entig sieht das ja auch nicht aus, ne? Mal so gesehen. Aber interessant, interessant. Der hat auch nichts, oder? Er hat gesagt, ich muss ihm die Hieroglyphen bringen. Ich glaube nicht, dass dieses Ding irgendeine enthält. Mir fehlen noch 3. Hier ist eine, im großen Raum ist eine. Ha. Aber wie kriegen wir die abgeknibbelt hier? Oh. Zugegeben, er ist es nicht. Aber die Ähnlichkeit ist frappierend. Ich könnte ihr das Licht wegnehmen. Ja. Schwer, eine Pfundsfrau. Soll die auch nicht mitnehmen. Soll nur auf die draufklettern oder irgendwas Sinnvolles machen sollen oder irgendwas Sinnloses. Sind die vielleicht Hieroglyphen? Genau wie ihre Schwester. Sie ist spindeldürr. Die hat bestimmt keinen Elefanten im Magen. Nope, das ist eine Schlange. Sie ist Spindel. Du Held. Ha. Hieroglyphen oder Hieroglyphen. Wie kriegen wir die denn mit? Aus der Wand rausprügeln? Geht die nicht, wie er schon meinte. Och Mann, können wir ihn verprügeln? Wie das geht. Wage es nicht, den Tempel zu verlassen, Mensch! Wie viele Frühlinge hat dein Stab gesehen, Freund? 5000 Jahre Urmacht der Narma-Dynastie! Ich höre deine 5000 und lege noch 1000 drauf. Was sagst du jetzt? Wie geblieben? Ich habe einen 6000 Jahre alten Schläger. Seine Macht quillt aus allen Poren. Woher weiß ich, dass du nicht lügst, Mensch? Wenn du ihn siehst, flippst du aus. Etwas derart Vollgestaubtes muss einfach uralt sein. Pass auf! Glaubst du mir jetzt? Zurück, Mensch! Ich besitze einen 6000 Jahre alten Stab mit tödlicher Macht. Immer nur ein Gesprächsthema, oder? Ganz wir haben einen anderen Stab. Das ging irgendwie einfach. Okay, ich glaube nicht, dass wir da tatsächlich rein sollen. Aber das stellen wir beim nächsten Mal erst fest hier bei The Next Big Thing. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.